Hi Leute und willkommen zu meiner ersten Woche in Korea. Auf Random Bauschi habe ich euch ja über die Quarantänezeit etwas mitgenommen und jetzt kann unser Abenteuer endlich beginnen. Der Einzug ins Dorm ging sehr schnell. Angekommen wurden wir direkt von unseren koreanischen Freunden empfangen. Natürlich mussten wir direkt die Gegend erkunden, deswegen sind wir am Abend noch rausgegangen. Ich habe mich so auf die Convenience Stores gefreut. Meine Schwäche für Snacks? It's massive. Wir waren dann das erste Mal auswärts essen, haben sogar auf Koreanisch bestellt, wobei es war ein koreanisch-englisch Remix. Und ja, wir mussten so sitzen. Niemand wird hier ausgeschlossen. Da wir die erste Woche noch frei hatten, haben wir die Zeit genutzt, wirklich jede Ecke von unserer Gegend anzugucken. Dabei haben wir diese schöne Straße gefunden und unser Lieblingscafé entdeckt, unterwegs ein paar Bekanntschaften gemacht. Wir sind zwar erst seit ein paar Tagen hier, haben aber schon so viele nette Leute getroffen. Letztens haben uns drei Mädels angesprochen und wollten uns zu Chicken und Bier einladen. Dann haben wir abends noch diese coolen Kids getroffen. Die wollten mit uns unbedingt ein Video machen. Einfach diese Vibes und diesen netten Herrn, der uns erzählt hat, dass seine Tochter in Deutschland arbeitet. Kurz Business Call mit seiner Tochter. Zur Verabschiedung haben wir noch ein Erinnerungsfoto gemacht und als ob er selbst schon nicht Highlight genug wäre, hat er uns einfach das Essen ausgegeben. Am nächsten Tag sind wir dann nach Seoul gefahren, genauer gesagt nach Gangnam, und wir hatten nicht wirklich ein Ziel. Wir wollten alles auf uns zukommen lassen. Und ja, es war sehr überwältigend. Die ganzen Eindrücke konnten wir nicht ganz wahrnehmen. Es gab einfach so viel zu sehen. Wir haben nicht mal geglaubt, dass wir wirklich in Seoul sind. Und ich denke, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir wirklich realisiert haben, dass wir unseren Traum leben. Ich meine, wann kriegt man nochmal die Chance, mit seinen Soulmates auf der anderen Seite der Welt zu leben? Übrigens, wenn es um Fashion geht, ist Korea das Land. Es ist schon schwer, hier nicht broke zu werden. Ich gucke nur. Ich brauche nichts. Nali war dann kurz wieder in ihrem K-Drama. Wie heißt die Episode? Und so endet unsere erste Woche in Korea.